Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie ich diese Skizze ablegen kann und diese für die Elementverlegung nutzen kann. Es gibt ja im Prinzip zwei Arten von Skizzen, welche die Elementverlegung benötigt oder verwenden kann. Das ist einmal eine Form für eine rechtwinklige Skizze, wo ich einfach nur im Prinzip zwei Variablen vergeben muss, IH und IL. Und die zweite Variante wäre, dass ich eine beliebige Form definieren kann. Und zwar, so wie in diesem Fall, habe ich dies einfach mal bis auf 10 Ecken ausgegeben. 10 Ecken ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen zu viel, jedoch einfach nur, dass man es einfach mal sieht. Im Grunde genommen habe ich hier mit zwei Linien gestartet, welche hier auf dem Nullpunkt definiert werden und hier dann mit der Hilfsgeometrie gekennzeichnet werden, weil diese ja natürlich nicht eingebaut werden müssen. Und in weiterer Hinsicht habe ich hier in diesem Fall die Punkte vergeben. Und zwar gebe ich hier immer für jeden Punkt einen Wert auf diese zwei Hilfskonstruktionen, welcher IX0 für den ersten Punkt und IY0 für den ersten Punkt definiert. Dies geht dann entgegen des Uhrzeigersinns weiter, also IX1 und IY1. Danach der nächste Punkt wäre dann IX2 und IY2. Danach habe ich hier, das wären ja natürlich diese zwei Linien, ist ja das Minimum, sprich diese dritte Linie wäre das Minimum, habe ich hier eine Variable eingefügt, welche mir hier in diesem Fall die I-NR, welches ich benannt habe, für die Nummer genommen habe. Das heißt, die weitere Formel wäre hier in diesem Fall, wenn ich diese Formel mir anschaue, für den Y-Wert, wenn die Anzahl größer gleich 4, dann soll der Punkt IY3 soll der Punkt IY3 genommen werden. Ansonsten soll dieser Punkt auf IY0 hergezogen werden. Das heißt, hier wird dieser Punkt hierher auf den Ursprungspunkt kommen. Und dies ist im Prinzip auch für die X-Achse herzunehmen. Das heißt, in diesem Fall, wenn ich dies für die X-Achse nehme, wenn die Anzahl größer gleich 4, also 4 wäre, dann nimmt er diesen Punkt in der X-Achse entweder auf X3, ansonsten geht es auf X0. Das heißt, dann wird er diesen Punkt auch herziehen. Und dies ist dann hier bei den nächsten Punkten immer aufsteigend zu nehmen. Das heißt, im Grunde genommen kann ich hier eine x-beliebige Anzahl nehmen. Was ich hier in diesem Fall erzeugen möchte, ich möchte aus diesem Teil, in diesem Fall möchte ich hier einfach mal einen Gitterrost erzeugen. Das heißt, ich wähle hier einen Gitterrost aus, wähle aus meiner Tabelle aus und gebe hier in diesem Fall meine X-Achse als Richtungspfeil an. Die Skizze kann hier in diesem Fall gelöscht werden und ich habe hier in diesem Fall meine Vorlage für meinen Gitterrost, welchen ich dann in weiterer Hinsicht abspeichern kann. In diesem Fall möchte ich hier noch nicht zeigen, wie man diese Werte dann noch auch abändern kann, sprich das Material, das möchte ich in einem weiteren Video machen. In diesem Fall, der wichtigste Punkt ist hier noch die Fremdbezüge verwenden. Das heißt, ich gebe hier diesen Fremdbezüge verwenden, möchte ich hier noch einschalten. Und jetzt gebe ich hier diesem Teil noch einen Namen, damit er meinen bestehenden Katalog nicht überschreibt. Das heißt, Gitterrost Video zum Beispiel, weil dieser Name wird hergenommen dann. Ich wechsle die Darstellung in diese Darstellung und möchte hier diese Variante als für die Elementverlegung abspeichern. So, das heißt, ich möchte hier in meine Tabelle, die kann ich ja hier aussuchen, entweder vorher vergeben. Man sieht hier, ich habe hier schon einen Gitterrost eingefügt, deswegen möchte ich hier auch einen weiteren Gitterrost Video erzeugen. Und der soll mir hier in meinen Ordner abgelegt werden. Mit OK wird hier diese Variante abgespeichert. Da ich hier keine
weiteren Variablen verwendet habe, brauche ich hier auch für die GUI nichts weiter erzeugen. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich meinen Katalog neu lade, dass ich diese Variante einbauen kann. Das heißt, sprich, ich möchte mir hier eine Skizze erzeugen. Ich zeichne einfach mal meine Form ein. So. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, wäre das 6 Ecken, kann hier die Elementverlegung starten. Wähle hier meine Variante aus, ISD Austria, Gitterrost Video. Und dann wird meine Variante geladen. Ich kann hier noch die Fugenspalten einstellen und mittels OK wird mir hier mein Gitterrost anhand dieser Skizze eingebaut. Dies kann natürlich jederzeit abgeändert werden. Das heißt, wenn ich auch hierher gehe und in die Elementverlegung zurück reingehe und ich möchte hier die Skizze weiter bearbeiten, dann kann ich natürlich hier sagen, ich möchte die Skizze bearbeiten, möchte hier noch eine weitere Form hinzufügen, sage hier Skizze übernehmen und wähle hier natürlich hier wieder meinen Gitterrost aus und kann diese beliebig erweitern. Somit kann ich eigentlich sehr einfach sehr komplexe Gitterroste verlegen. Im Grunde genommen habe ich dies jetzt mit einem Gitterrost gemacht. Das kann natürlich ein Glas, Blech, was auch immer sein.